Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BeamNG. Leute, am heutigen Tag müssen wir vor 100 Polizisten flüchten. Und zwar bei Belasco Most Wanted. Es gibt drei Ziele. Entkomme der Polizei in einer langen Verfolgungsjagd, die mindestens 10 Minuten dauert. Oder entkomme der Polizei mit einem Kopfgeld von mindestens $50.000. Oder entkomme der Polizei, indem du mindestens 10 Polizeifahrzeuge zerstörst. 3, 2, 1, go! Okay, was war denn da gerade mit dem Auto los? Das Game, beziehungsweise die Mod, ist so ein bisschen Need for Speed nachempfunden. Man sieht das auch runter, okay. Mann, ich war gerade noch am Erklären. Ich habe mich nicht konzentriert. Ja, wir sind kaputt. Aber ich nutze die Zeit, um kurz zu erklären. Unten links sehen wir die Map. Da sind die ganzen Polizeiautos drauf. Circa 100 auf der ganzen Map verteilt. Und jetzt wurden wir auch verhaftet. Erneut versuchen. So, okay. Ja, da bin ich auch ungünstig gefahren. Alles, was du tun musst, ist, dich der Polizei zu entziehen. Mit allen Mitteln. Versuche, den besten Fluchtplan zu finden. Ja, das ist nicht so einfach. Okay. Also am Anfang hat er irgendwelche Kupplungsprobleme. Jetzt sehen wir Infractions. Das sind sozusagen unsere Straftaten. Da hat man gerade gesehen, dass wir zu schnell gefahren sind. Alles klar, Straßensperre. Ganz ruhig. Hier links einfach vorbei, aber auf die Autobahn. Jetzt sehen wir Speeding, Racing. Okay, rechts sehen wir auch schon, wie viel Schaden wir gemacht haben oder wie viel Strafen. So, ja, moin. Fahrt ihr mal schön da vorne ran. Boah, da ist eine Fünferkolonne. Jetzt ballern. Hier ist eine Lücke. Oh, ich liebe den Wagen. Der hat jetzt gerade... Oh, echt gut angezogen. Nicht... Oh! Nein, ich verliere die Kontrolle. Ich verliere die Kontrolle. Oh. Alles gut. Nein, nein, warum? Oh, der kommt. Ja, okay. Haben wir noch eine Chance? Als ob. Wir fahren noch. Alles gut. Jetzt aber auf die Autobahn. Warte, ich warte, dass der da vorbeifährt. Oh nee, es wird mich gleich einer von hinten crashen. Das Risiko kann ich nicht eingehen. Also der Wagen fährt noch. Er lässt sich auch noch einigermaßen gut lenken. Na... Wir haben Probleme. Wir verlieren manchmal so ein bisschen die Kontrolle, weil irgendwas ist mit dem Unterboden nicht ganz in Ordnung. Naja, ich merke das. Ich kriege immer so Lenkradschläge. Ja, auch wie ich hier um die Kurve. Junge. Aber egal. Ich meine, wir haben jetzt zumindest schon mal 2 Minuten durchgehalten. Ja, chillig, chillig. Aber es sind halt einfach so viele Polizeiwagen überall unterwegs. Okay, ich baller jetzt. Einfach ballern, alles riskieren. Mit ein bisschen Geschwindigkeit geht alles direkt viel einfacher. Oh, unten sehen wir auch Escape. Das sieht gut aus. Junge, wir fahren gerade 300 km/h über die Autobahn. Das kann ganz böse enden. Hier müssen wir auf jeden Fall runterbremsen. Schaffen wir gerade so. Na, Straßensperre. Okay, easy. Sie haben ihre Straßensperre aufgelöst. Ballern, ballern, ballern. Hier einfach durch. Let's go. Ah, ich hätte nicht in den Tunnel reinfahren dürfen. Da ist man natürlich leichte Beute. Na. Es ist alles nur Karosserieschäden. Nee. Das war's, glaube ich. Ach man, ist mein Reifen? Ja, mein Reifen ist kaputt. Ich kann kaum noch richtig lenken, ja. Junge, ich schlage einfach komplett nach rechts ein. Und es passiert nichts. Ja, dann muss ich rückwärts fahren. Nee, das war's. Mann. Obwohl, wartet. Ah, nein, lasst mich in Ruhe. Ja, ich gebe einfach nur noch Gas. Also, Leute, es bringt nichts. Seht ihr das? Der Wagen müsste normalerweise irgendwas machen. Er macht aber nichts. Und das liegt nicht daran, dass das Lenkrad nicht eingerichtet ist. Als ob. Wir sind gerade einfach über die Leitplanke geflogen. Ah, ja, da ist ein Reifen. Aber ey, 4 Minuten... 30 haben wir überlebt. Das geht besser. Aber ich sag euch, Autobahn ist das Ziel. So, na? Ich habe einfach Bock drauf. Der ist mir so entgegengekommen, dass ich einfach so Bock drauf hatte, einfach frontal in ihn rein zu crashen. Das war so eine Art Genugtuung. So, dir entkomme ich. Ja, das war knapp. Nee, da fahre ich auf gar keinen Fall rein. Der Tunnel ist unser Ende. Hier ein bisschen on the streets. Hier nach oben. Da ist doch schon wieder was kaputt gegangen, Alter.
Ja, das sehe ich doch hier. Hopp. Das kann ich doch schon wieder vergessen. Warum kann ich denn nicht pfleglich mit meinem Auto umgehen? Hier hängt hinten schon wieder alles runter. Ja, hier einfach nach links. Oh, okay, Straßensperre. Ach, einfach hier runter, Alter. Whoop. Oh, oh. Nein. Der Bordstein war zu tief. Guck mal da. Das hat schon ausgereicht. So, jetzt. Volle Konzentration. Jetzt hier nichts mehr mit irgendwo Kantstein oder so. Hier direkt nach links. Das war eigentlich immer gut. Ich mache jetzt die 10 Minuten voll. Vertraut mir. So. Ja, warte. Mit ein bisschen Glück. Na gut, er kann jetzt hier aber auch nicht drehen. Sofern ich hinter denen bleibe. Er fährt einfach gegen seinen Kollegen. Okay. Oh, er will drehen. An ihm vorbei. Boah, ich finde diesen Sound hier drin. Man hört richtig, wie der Sound switcht, weil wir in einem Tunnel sind. Oh, Alter. Habt ihr das gehört? Bitte jetzt nicht von hinten in mich reinfahren, okay? Das war knapp. Das war aber hauptsächlich sein Auto, was kaputt gegangen ist. So, einfach an dem vorbei jetzt. Wir sind auf der städtischen Autobahn. Das gibt es ja, glaube ich, vor allen Dingen in Tokio oft. Obwohl, in München gibt es das auch, die Münchner Ringe. Aber hier, ich bin hier komplett falsch. Das ist nicht, wohin ich eigentlich will. Ich fahre mal nicht da vorne hoch. Weil dann machen wir uns nur wieder den ganzen Unterboden kaputt. Ha, ganz ruhig. Ja, Vorsicht. Das sieht nach Autobahn aus. Wo ist da die Autobahnauffahrt? So, wir haben jetzt schon 1,5 Minuten geschafft. Das stimmt mich zumindest ein bisschen positiv. Das da vorne sieht doch aus wie Autobahnauffahrt. Und das ist auch eine. Nein. Mach doch nicht alles kaputt. Na, hier ist, glaube ich, schon wieder was kaputt gegangen. Junge! Warte, ist was kaputt? Ja, mein hinterer Reifen. Oh, Junge, warum ist der Wagen aus Pappe? Egal! Ich habe zu lange gebraucht, um auf die Autobahn zu kommen. Das muss viel schneller gehen. Warte mal, kann ich hier nicht? Ich kann auch nicht auf M auf die Map gucken. Dieses Mal ist hier keine Polizei, das müssen wir nutzen. Okay, eine Straßensperre. Ach, komm! Okay, können wir direkt restarten. Dann lass uns mal ausprobieren. Hier rum. Dann auch direkt hier wieder nach links. Ja, dann kommen wir doch irgendwo hier hoch. Das wäre natürlich GG. Dann hätten wir hier... Na, schon mal eine gute Strecke. Hier nach links, da kommen wir nur zu dieser einen Brücke. Lass uns mal hier längs. Das sieht zumindest nicht so schlecht aus. Wir sind zwar auch Straßensperren, aber die kann man easygoing umfahren. Oh nein. Kleine Polizeikolonne. Oh, das wäre beinahe in die Hose gegangen. So, was macht der? Der täuscht an. Wir ballern durch. So, jetzt... Ah, ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir freie Fahrt. Aber hier ist gut. Hier ist nicht schlecht. Unten wäre tatsächlich... Obwohl, hier ist auch so eine Art Highway. Nicht zu schnell. Mann! Ja, jetzt ist... Ah, Mann, Junge. Es war doch so gut. Aber das ist die richtige Strecke. Da müssen wir längs. So. Wir fahren einfach links. Dann wissen wir hier auch direkt Bescheid. Fahren nicht durch den Tunnel. Fahren hier auch wieder durch. Hier kommt zwar einer von vorne. Kein Problem. Noch einer von vorne. Ja, was soll ich da machen? Er versucht mir den Weg abzuschneiden. Ich muss zur Seite. Jo, und dann falle ich halt darüber. Oder was ist, wenn ich hier mal rechts fahre? Ja, das ist Mist. Oder? Also hier ist zumindest jetzt aktuell wenig Polizei. Hier ist eine kleine Sperre, aber dann fahren wir hier hoch. Hier aber nicht komplett eskalieren, weil sonst springen wir wieder. So, sehr gut. Mal hier nach links. Ah, Mist, hier waren wir schon mal. Hieran kann ich mich erinnern. Ja, Gegenfahrbahn ist immer eine ganz schlechte Idee. Da muss nur einer smart genug sein. Genau, eine Straßensperre zu machen. Okay, ich baller. Einfach ballern. Straßensperre durchgekommen. So, jetzt auf die Autobahn da oben. Hier. Das ist doch eine Autobahnauffahrt, wenn mich nicht alles täuscht. Hier rum. Okay, es war keine Autobahnauffahrt. Aber es bringt uns vielleicht ein bisschen in die Berge. Vorsicht.
Oh, das war knapp. Jawohl. Das gefällt mir hier. Da vorne ist eine Straßensperre, dann lass uns direkt links fahren. Weil hier sieht es nicht so aus, als wäre hier Polizei. Und das könnte... Ah, natürlich ist da vorne wieder Polizei. Junge, hier ist überall Polizei. Moin. Na, hier haben sie die Straßensperre aufgelöst. Ja, das sind drei Polizeiautos vor uns. Na ja, gut, was mache ich jetzt mit euch? Ihr werdet sofort nach links oder rechts fahren, wenn ich an euch vorbeifahre. In die Berge kann ich auch nicht, das schafft unser Wagen nicht. Der eine dreht seinen Kollegen, chillig. Dann fahre ich hier vorbei. Okay, zwei outplayed. Der dritte, na, einfach vorbei. Perfekt. Und nochmal ballern. Easy. In der Kurve sind auch welche. Okay, ich muss gleich auf die große Straße, genau. Mach das schön untereinander. Finde ich gut, gefällt mir. Also die Strecke war absoluter Flop, ich sag's euch. Dass die uns nicht KO'd hat, ist wirklich ein wahres Wunder. Ja, aber wo fahre ich jetzt längs? Hier links? Hier ist irgendwas wie Autobahn. Oh nein, das kenne ich hier. Hier ist so eine Schranke. Hier keinen Fehler machen. Und jetzt ballern. Hier können wir auf jeden Fall Gas geben. Wir können vielleicht Meter machen. Zumindest sind wir deutlich schneller als alle anderen. Hier aufpassen. Na, der löst die Spur auf. Das ist oftmals echt gefährlich. Vorsicht, der kommt uns entgegen. Hier vorbei. Doch der Highway gefällt mir. Hier können wir auf jeden Fall deutlich länger überleben. Ah, jetzt geht's in den Tunnel. Stopp, 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 stopp. Lass uns hier drehen. Lass uns hier einfach wieder in die andere Richtung. Weil sonst wäre in dem Tunnel wäre wieder GG gewesen. Boah, wieder mit 200. Es ist so riskant. Vor allen Dingen, man sieht auch echt nicht so viel. Aber wenn wir es vielleicht schaffen, diese Autobahn... Oh nein, nein, bitte tu mir das nicht an. Warum verlierst du die Kontrolle, Auto? Junge, wir waren fast bei 5 Minuten. Es muss doch möglich sein. Ich meine, man kann ja auch escapen. Also wenn man es komplett schafft, hier geht ja unten dieses Escape-Ding hoch. Aber dazu brauchst du erstmal ein ruhiges Plätzchen. Und das findest du in der Stadt nicht. Da musst du schon, weißt du, Autobahn und dann irgendwo in so ein, keine Ahnung, so ein Offroad-Ding. Alles klar, baller ihn von der Straße, finde ich gut. Guck mal hier. Oh, das ist ja eine nette Strecke hier. Zack, da vorne ist ein Auto. Aber wenn wir jetzt hier nach links ballern, guck mal hier, da sehen wir, wie dieses Escape-Meter schon ein bisschen hochgeht. Sieht uns jetzt keiner? Ey, das wäre krank. Das ist doch ein Scherz. Hier sieht mich keiner. Hinter mir, da vorne ist ein Polizeiauto, aber der sieht mich hier hinten nicht. Na komm. Let's go! Das war echt hart. Dafür bist du definitiv in den Nachrichten gelandet. Ja gut, wir haben auf jeden Fall keine unserer Zusatzziele in irgendeiner Weise erreicht. Ey, aber das ist mir egal. Ich hab's hier überlebt. Alter Junge. Leute, das war's mit einer kleinen Runde von BeamNG. Palermo gegen 100 Polizisten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst super gerne einen kleinen Like da. Hier sind jetzt noch weitere Videos, der Team Paluten-Kanal. Schaut wie immer auch gerne auf paluten.shop für Mini-Paluten und vieles mehr. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.